ich bin's wieder, euer DJ Dream 85 und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Heute stelle ich euch endlich in einer richtigen Runde den, den T-77E1 vor. Ein sehr geiler Flakpanzer. Rating 3,7, ihr könnt ihn aber auch in viel höheren Gefilden mitnehmen. Also ich hatte den jetzt auch im 11er Rating dabei und das hat Spaß gemacht. Das Problem ist halt einfach nur, er hält halt nichts aus. Ne? Er stirbt schnell, aber man kann mit ihm trotz diesen MGs, austeilen. Ne? Helikopter abknallen, macht so ein Bock. Ne? So ein Bock, ey. Muss man echt sagen. Ja, trotzdem fahren wir heute hier im 3,7er Rating rum, weil, ne, ich dachte, ich werde ihn mal in seiner natürlichen Ratingrate hier mal präsentieren, ne. Süßes kleines Modell. Ich gehe nochmal auf die Daten ein, falls das die Infovideos, die ich rausgeschickt habe, am Mittwoch keiner gesehen hat oder kaum, ne, nur die Hälfte oder so. Ging halt leider wieder so lang. So, 12,7 mm Maschinengewehr Browning, 6 Stück parat, 6600 Schuss. Ja, ihr wisst ja, wir können ja jetzt mit Flux zum Beispiel eine Munikiste droppen. Also, ne, bauen und droppen, wie auch immer. So, ich glaube, bei dem brauchen wir das nicht machen. 6600 Schuss, okay, die Kadenz liegt bei 575 Schuss pro Minute. Aber trotzdem, es hat viel zu lange gehalten. Ich habe eine Runde gehabt, da hat es sehr lange gehalten. Also, ich musste gar nicht nachladen. Da waren sogar noch, ich glaube, 500 paar zerquetschen übrig am Ende. So, 12,2 Sekunden Nachladezeit. Ihr seht, mit das könnt ihr so ein bisschen höher. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Wir haben Besatzung, 61 km/h. Die Geschwindigkeit geht auf sein Chassis hier zurück, denn er ist. Das Chassis ist ein M24. Seht ihr dasselbe Modell hier? Nur ein anderer Turm, ne? Da haben sie einfach nur einen anderen Turm drauf gepackt und die Konstruktion ist wirklich lustig. Ne? Echt witzig gemacht. Ja, wer jetzt hier denkt, guck mal, die Kuppeln hier, das ist ja auch ganz praktisch. Naja, das ist Plexiglas. Da geht alles durch. Da geht alles durch. Ne? Ja. Regnet es Steine, ist das auch kaputt. Jetzt nur mal haben, ne? Oder regnet das Hirne? Ne? Irgendwie Gehirne bleiben da noch kleben, ne? Ja. So, trotzdem 25,4, ne? Hier der Turm hat leider nur 12,7 mm. Deshalb, ja, Flugzeuge, ich sag mal so, im Rating 3,7 haben wir noch mit Flugzeugen zu tun, die unter ein, also zwischen 7er Kalibern und ein bisschen auf 12er Kaliber abzielen. Ne? Es gibt Ausnahmen bei Deutschland mit 13er Kaliber, die kommen hier noch durch. Aber das war's dann auch, ne? Also, ja. Und alle Panzer natürlich ballern hier ordentlich rein. Das ist klar, ne? So sieht's im Innenbereich aus, ne? Weiß der Teufel, warum das Ding einen MG-Schütze hat. Ja gut, ich weiß, das Ding hat ein MG irgendwie, ne? Aber das MG hier wird nicht als Waffe gezählt. Man sieht es, aber, ne? Ja. Kommt vielleicht noch nachgepatcht, ne? Naja, vielleicht. Ja, dann würde ich mal sagen, freuen wir uns auf zwei schöne, anständige Runden, wo ich dieses Baby aus, halt auspacke. Übrigens, gegen Panzer muss man ein bisschen gucken, ne? Also, ne, 3,7er Rating, da gehen schon noch ein paar, die ihr platt machen könnt. Mit der Standard-Muni hatte ich jetzt nicht so viel Glück gehabt, aber mit der API-Granaten-Munitionsgurt, ne, da habe ich deutlich mehr Glück gehabt. Ich gehe aber davon aus, dass API-IT sogar noch mehr reinhaut, ne, weil das Panzerbrechen und Brandmunition, hier ist halt panzerbrechende Brandmunition mit dabei, aber halt auch, ach nee, okay, ich wollte nichts gesagt haben. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Ist dann der Unterschied? Naja, gut. Kein großer Unterschied. Jo, rein geht's in den Saft. Na, rein geht's. Fragt mich bloß nicht, was ich heute mit den Sprichwörtern. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich bin heute komisch drauf, kann man sagen. Ich habe komische Sprichwörter momentan. Ich weiß nicht, die wandern gerade aus meinem Hirn raus. Ist nicht so schön, ne? So, wir sind jetzt hier schon. Wir könnten natürlich auch mit den T-77 reinbrettern. Einfach so, eiskalt. Ne? Ach komm, Leute, ich habe Gutscheine. Ich habe Gutscheine, wir ziehen es durch. Eventuell erwische ich mir ein paar Panzer, eventuell. Ne?
Eventuell. So, das Muni-Ding, ihr seht das, mit Alt und E, es lädt nach. Ja, da sind einige Modelle dabei. Ach, 57, der stirbt doch sofort. Oder hier, die Cis, die stirbt auch. KV stirbt nicht. Nicht beim dem, was ich hab. Nein, der KV, der lacht höchstens, da denkst du, was willst du? Auch wenn es die Masse, wir haben 6 Geschütze dran, 6 Stück. Die Masse könnte schon ordentlich was rausholen, aber nicht das, was man sich da vorstellt, ne? Wer sagt, ja gut, dann machen wir das Kanonenrohr kaputt. Ne, könnte knicken. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Kanonenrohre sind nicht drin. So, ich denke, wir fahren jetzt hier hin. Wir haben einen Safe-Blick-Schutz, ne? Und können immer noch, wenn hier einer meint, er müsste da unten rumgeistern, einfach mal wegbrettern, ne? Ihn von der Flanke wegnehmen. Außerdem ist es eine gute Position für Flugzeuge. Ne? Wir haben ja eigentlich eine gute Übersicht. Ne? Und das reicht. Das reicht vollkommen aus. Ja, ihr bemerkt bestimmt wegen der Spiegelung. Meine Grafik hat sich ein bisschen geändert. Ja, ich bin noch am Rumpfuhrwerken. Das ist ätzend. Ich kotze. Aber, ey, was soll's. Ne? Was soll's. Irgendwie muss man ja die Scheiße... Es hat sich halt viel geändert und manches probiere ich noch ein bisschen zwischendrin aus. Na. Na, da ist nichts. Was das Ding gebrauchen könnte, wäre eine Spotting-Funktion, weil es ja das Chassis von M24 ist. Ich weiß, was erwartest du noch? Dass der Kumpel neben mir nicht stirbt. E34 könnte ich leicht von der Flanke knatschen. Seht ihr? Und wieder neue Wörter. Knatschen. Wer sagt denn zu Panzerzerstörung knatschen? Ich weiß nicht, was heute raus ist. Überhaupt einen komischen Traum gehabt. Also, ne? Komischen Traum. Naja. Luki. Na komm. Nee, da ist nichts. Ja, ich habe mich irgendwie vorhin ganz fies verschluckt, Leute. Seitdem puste ich immer wieder mal. Das nervt. Ach, guck mal, da sind irgendwelche KI-Flugzeuge. Haben sie die jetzt auch noch hinzugefügt? Das ist etwas verwirrend. Ah, jetzt. J, okay. Jetzt können wir hier. Ja, übrigens, eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit gestellt habe, wann werden die Geschützrohre eigentlich rot? Na, wann überhitzen die? Aber bis jetzt hatte ich noch keine Erkenntnis dazu gehabt. Also, die überhitzen irgendwie nicht, die Geschützrohre. Sie müssten irgendwann mal rot werden, überhitzen oder so eine Chance, aber das tun sie eben nicht. Na? Die überhitzen einfach nicht, was mich absolut flashen tut. Oh. Yeah, 1:0 für die Elite. Wenn das nicht krass war, dann weiß ich nicht. Okay, tut mir leid wegen den kleinen Gesangseinlage, die ich hingelegt habe, Leute. Das war ja nicht mit beabsichtigt. Na? Das war nicht beabsichtigt. Ah, ja. Jetzt verstehe ich diese KI-Dinger, die da aufgezeigt werden. Das zeigt einfach nur auch auf, was dann gleich als nächstes kommt. Verpiss dich! Lass mich Ruhe mit deinem kleinen Babyflieger. Das ist der andere Vogel. Ja, der ist schon weg. Aber das nächste, was kommt, ist eine Doe. Die muss ich natürlich wegmachen. Ne? Das ist oberste Priorität. So, wir gucken mal kurz auf die Muni. Wow! Wo war das? Wer war das? Wie, wer, wo, was? Okay. Da war ich ein bisschen zu sicher. Kein Problem. Wie gesagt, wir haben den Gutschein. Wir müssen nur wieder spawnen. Na? Das ist die Voraussetzung. Wir müssen nur wieder spawnen.
Ich hab Grit. Ich hab ihn Grit. Ja, der spielt jetzt ab. Oh, Abschlusshilfe. So ein Mist aber auch. Ich könnte bombern gehen. Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich gönn mir den Panzer hier. Ich gönn mir den so ever. Na, der macht richtig Bock, Leute. Der macht sowas von Bock. So, was haben wir denn da schönes? I-185, der Doppeltwin. Oje, Kollege, komm. Zieh. Oh, er tut mir so leid. Oh, Mann, ey. Diese Flugzeuge sind aber auch Bestien. Die Dinger. Erwischt. Ey, das war meiner, du Honk. Aber... Nee, wir sind immer noch bei viel Munition. Wir haben immer noch 5000 Passes. Ach so, wir ging auch gerade jetzt los. Oh, ups. Jetzt habe ich vergessen, rechtzeitig für Bombending hier zu drücken. Egal. Ne? Habe ich vergessen. Ja. Also ich spray hier wie ein Blöder rum, Leute. Das ist echt... Also diese Flak ist einfach geil. Die macht Bock. Das hier irritiert mich die ganze Zeit. Ne? Mich die ganze Zeit kippen. Er kriegt schon was ab, aber er nicht ausreichend genug. Jetzt ist er tot. Also, wenn ihr richtig krassen Flakpanzer fahren wollt, dann müsst ihr den hier nehmen. Du willst Stress? Oh shit, der hat meinen Schützen raus. Oh, die Rohre werden doch rot. Die Rohre werden doch rot. Guckt euch die Dinger an, wie die glühen. Jo, jetzt mein Richtschütze wieder da. Sehr schön. Komm her, du Vogel, du. Mal sehen, ob ich ihn treffe. Ja, der ist weit weg. Aber er fliegt ja zu mir. Ja, schön getroffen. Meins. Vergiss es. Meins. Alter. Lege ich jetzt einen Rekord im Flieger abballern hin, ha? So ungefähr. Meins. Ey! Och, Mann, oh. Wo ist der andere? Da. So. Komm her, du. Mehr, du totgeweihter Pilot. Na gut, er will sein Leben doch hier beim anderen wegschmeißen. Ach man, zu spät wieder gedrückt. Egal, ich bin hier voll im Flak-Modus, Leute. Ich weiß, die Runde ist so gut wie verloren. Wir haben eigentlich schon, ne, wir haben nichts mehr. Die Truppe wird gleich dezimiert komplett. Und dennoch, oh, cool gemacht. Er spawnt, sieht ihn, bumm, weg, Alter. Zieht's richtig durch. Ja. Oh, ich hätte gern den mir noch gegönnt. Weil eigentlich ist er offiziell schon tot, ne? Er ist eigentlich schon offiziell tot, aber gut. Ja, das war doch mal. Das war Mamma Mia. 7 Flugzeuge, Leute. 7 Flieger vom Himmel geknüppelt. Mit dieser Flak. Das Ding ist bombastisch. Der hat so richtig hinter den, ne? Der hat so richtig drauf. Der hat. Boah, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich werde ihn des Öfteres fahren. Das steht mal fest. Das ist mein neues, ne, das ist mein neuer Liebling. Also jetzt mal ehrlich. Wie kann man so einen Panzer, wie kann man so eine Flak nicht lieben? Der brettert ja raus bis zum geht nicht mehr. Na komm, mach mal hier. Ne? Der schmettert und schmettert raus. Einer am anderen. Also, I love you. I love you, Leute, oder? Kann man ja nichts anderes sagen. Er ist einfach der König der Killermaschinen hier. Was zumindest die Flak-Modus angeht, ne? Alter. Gut, bei der Reichweite sieht es ein bisschen... Ja, gut, obwohl. Bei dem Gespray sind es selbst 2 Kilometer ein Witz, ne? Also, das Ding ist... Muah, Schnieke. Gut, wir haben die Runde jetzt verloren. Aber das wird jetzt nicht daran liegen, weil ich nur Flak gefahren bin, ne? Das wird schon an was anderes gelegen haben. Boah, jetzt habe ich aber...
wie kriege ich, wie muss ich denn vom Eistee rülpsen? Ihr habt den Rülpser nicht gehört, ich habe den noch unterdrückt, aber wie muss ich denn davon, hä? Da ist keine Kohlensäure drin. Fragen. Fragen über Fragen, ne? Oder wie hat Gandalf immer so schön gesagt? Fragen in der Dunkelheit. Falls einer fragt, wo kommt diese Parodie her? Erster Teil, wo er sich wegen dem Ring, den er bei Bilbo gesehen hat, ne? Was das einer ist, ne? Wo er drüber grübelt. Alter, wie hat sich die Grafik hier echt verändert? Ich weiß nicht. Also ich muss nochmal was rumdeichseln. Aber ich will ja sowieso dieses neue Raytracing-Systematik hier mal ausprobieren. Also vielleicht machen wir das einfach mal, ne? Ganz einfach. Der ganze Schnee ist nervtötend. Der Schnee ist echt nervtötend. Ich denke, hier an der Position wäre es eigentlich schon ausreichend für mich. Tippe ich mal drauf. Ne? Weil ich habe hier gute Reichweiten und ja. Oh, den könnte ich sogar von der Seite snacken. Nur ein bisschen an seiner Kette ange... Ich habe nur seine Kette angeknabbert. Ne? Nur ein bisschen die Kette angeknabbert, mehr nicht. Ist eigentlich ganz lustig. Natürlich habe ich jetzt keine Chance gegen ihn, das ist wohl klar. Aber so ein bisschen anknabbern ist doch mal, ne, ist doch mal legitim. So, jetzt müssen wir ein bisschen kurz warten, bis wieder Flugzeug gekommen. Das kann sich ein paar Sekunden hinziehen, ein paar Minuten vielleicht sogar. Aber, naja, ne, was soll's. So, ein paar Punkte habe ich zumindest schon mal gemacht durch das Anbrettern der... Ist das koreanisch? Mein Gott, ich komme hier mit diesen asiatischen Sprachen einfach, also schriftweise nicht klar. So, oh, da ist eine M24, den könnte ich mir ansnacken. Was will ich denn sehen? Wir können ja sprayen, wie blöd. Nö, wir sehen ihn nicht. Also, ne, er ist irgendwo da, aber hinter einem Gebäude oder so eine Schurke. Achso, okay, der war auch zu rumgefühlt. Der war auch zu, ne, der war da richtig, der ist da richtig gut sichtbar auf der Position. Yeah. Einfach nur an. Okay, das war. Von der Sekunde habe ich dann kommen. Einfach nur ein bisschen andotzen. Jo, sauberer Treffer. Da kann man nichts meckern, ne, Leute? Da kannst du nichts meckern. Das war einfach ein sauberer Treffer. Das hat auch echt übel gewesen jetzt von mir. Oh, ich habe sogar... Seht ihr, mit der Scheiße habe ich es verpasst, hier den Flieger vom Himmel zu knüppeln. Okay, will er auf mich zufliegen? Das wäre jetzt super. Er denkt sich auch so, Alter, bin ich denn ernst, oder? Und schon. Jetzt bin ich Arschloch. Ich zerfetz ihn. So, Rache, Rache. Ich weiß nicht, ob er mich abgeknallt hat. Ich glaube, es war jemand anderes. Aber trotzdem, geile Nummer. Echt geile, fette Nummer. Na? Eigentlich könnte man das Ding Beast nennen. Na? Den können wir echt Beast nennen, vielleicht sogar Beastmaster, ich weiß nicht. Beastmaster? Na ja, gut, das passt vielleicht nicht bei dem Ding. Ich weiß es nicht. Aber Beast können wir schon das Ding nennen, oder? Das ist ein Beast. Er ist ein verdammtes Beast, der Kerl hier. Ja, irgendwie wird mir auf der Karte was angezeigt, aber es ist nicht da. Jetzt kommt gleich einer rein. Oh, was war das denn? So, ich habe aus Versehen W gedrückt. Ich wollte anfahren. Ich muss mal den Finger von der Taste nehmen. Ich habe das immer so eine Angewohnheit. Einfach dem Tode geweiht. Er ist einfach. Er denkt so, Alter, jetzt hör doch mal auf. Das gibt's doch nicht. Lass mich.
Oh ja, wir können. Nee, wir können nicht fliegen gehen. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ach, Herrgott, noch eins. Immer drücke ich falsche Tasten. Jetzt aber. Irgendwann klappt's, ne? Irgendwann klappt's, Leute. Irgendwann klappt das dann mal. Na? Na los, Auri, Auri, Rinder. Abigaloppi. Oh, nur scheiß Raketen. Gut. Flugabwehr? Nö. Da ist ein Jagdpanzer, der muss weg. Der blockiert wieder alles. Was ist das? M10. Oh, der hält nichts aus. Upsi. Ja, außersehen, ne? Er mehrmals gedrückt und. Macht's weg, macht's weg, bevor es Eier legt. Macht's weg, bevor es Eier legt. Ich schieß drauf. Ich mach keinen Schaden, ist ja wohl klar. Aber vielleicht nervt die das. Vielleicht lenkt die das ab. Sehr gut. Boah. Boah, das war jetzt aber. Ich dachte jetzt so, na super. Das wird mich echt killen. Ey, ich schieß nicht auf dich, Kumpel, ich schieß auf den. Immer auf die eigenen Ballern, das ist immer so göttlich. Meins, 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 meins. Ey, meins. Doch nicht meins. Schon nichts. Das Fenster aufgegangen. Gibt's doch nicht. Eigentlich darf das nicht aufgehen. Eigentlich. Aber uneigentlich macht es das immer wieder mal gern. Und der nächste Flieger ist eine Peschka. Die müssen wir natürlich wegknüppeln. Die könnte. Ja, die könnte die ganze Schlacht nochmal so richtig hardcore drehen. Weil da ist kurz einer von uns passt bei C. Oder auch nicht? Nein? Ah, doch. Komm, 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 brich Flügel, brich! Oh. Aber er ist mein! Er ist mein! Er ist mein! Oh, jetzt hat sie ihn hingerichtet. Jetzt ist er hin. Wer hat das denn getauscht? Ja, ich bin da etwas, ne? Ich bin da etwas irritiert gerade gewesen. Weil ich, immer mit, ja gut, mit Wuchtgeschossen ist auch ganz geil zu arbeiten, aber das da, ne? Trotzdem lassen sie noch mal alle drauf. Ey, das geht sogar noch. Ich dachte, ich habe den schon bekommen. Nein, das war jetzt vielleicht eine schlechte Idee, obwohl, das war vielleicht auch eine gute Idee. Shit. Aber ich habe ihm die Klappen zerfetzt. Womöglich haben wir eine Chance. Wir müssen jetzt nur nach vorne fahren. Ansonsten sind wir gefiegt. Wow! Irgendwie kriegt man so ein bisschen Gänsehaut, oder? Irgendwie habe ich gerade Gänsehaut, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe gerade Gänsehaut. Hinter mir schlagen die Bomben ein, weil ich weiß, oh Gott, da sind Bomben. Und dann vor mir Panzer und ich hau dem aber so schön weg. Oh, wie Sahne. Ah, wie Sahne zieht das durch, ne? Das ist wie Sahne. Ja, ihr seht auch er, weil er Panzerjäger ist, er verfügt auch über diese Munitionskiste, was eigentlich überflüssig ist, weil er hat wirklich genug. Mit dem kannst du wirklich. Aber trotzdem, vielleicht mal nur zukünftig für irgendeine andere Schlacht. Hier, da ist ein Panzerwagen. Nein! Ah, Scheiße! Ich habe gedacht, er sieht mich nicht. Ich habe seinen Turm nicht richtig gesehen und wollte dann eigentlich schön da so mittig reinbrettern. Ich habe mir die Chance verbaut, ihn wegzuhauen. Ha! Ja, ich habe meinen Turm nicht beachtet. Ich dachte nur. Risiko war das. Das war Risiko. Das war so Risiko. Na ja, gut.
Na, was soll's? Das war Risiko, Leute. Jeder geht Risiko. Jeder macht mal Risiko. Aber, ja. Wir waren ja hauptsächlich wegen dem Flakpanzer hier drin, ne? Und der hat einfach richtig geschmeckt und Spaß gemacht. Oh, Tarnanstrich freigeschaltet. Bei wem? Ach so, bei den M10. Okay. Ja, gut. Ja, ja, 13.000 Sets jetzt. Also letzte Runde waren 20.000 Kohle rausgekommen. Na, Schaden am Feind. Ja, das läppert sich. Ich denke, ja, das Ding, das der hier, ich weiß, was will ich damit. Also, der als Premium-Panzer, ne? Ich denke, das würde richtig Bock machen. Als Premium-Panzer, haben wir eigentlich schon jemals hier einen Flak-Panzer als Premium gehabt bei den Amis? Nö. Eigentlich nicht, dass ich wüsste. Nee, das wäre es natürlich, Leute. Was meinte was, der Kohle generieren würde? Oh ja, der würde viel generieren. Heidewitzka würde der ziehen, ne? Ja, demnächst gibt es auch den Skink noch zu sehen. Der ist auch lustig. Na, oh, fertig. Gut, erstmal hier alles gemacht. Na, der ist geil. Ich glaube, der ist jetzt fast. Naja, nee, der ist nicht ganz ausgebaut. Der wird jetzt nicht ganz ausgebaut sein. Der hat noch ein paar Runden vor sich, aber. Oh, komm, Schwerfeuer. Nehmen wir mal Schwerfeuer, ne? AT lieben ja alle. Kann ja ganz, ganz praktisch fürs Team sein. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Vielleicht ist schon wieder die Heizungsluft dran schuld. Vielleicht muss ich wieder die Heizung ausmachen, ne? Ist halt so. Ja, die Runde war auch, naja, nicht so ganz rentabel, aber 15.000 ist ja auch noch eine ganz gute. Ne, 16.000, aber 15.000, ne? Es ist auch nicht viel abgegangen. Ne? Ja, also. Er ist geil. Er mag Spaß. Ihr habt so viel Munition, ihr könnt so sprayen. Oh, so sprayen. Das ist so der Hammer, was der raushaut. Alter. Ich hoffe, er wird nie mit der Munition eingekürzt werden. Weil 6600 Schuss ist einfach Bombe. Bei dem brauchst du keine Munikiste. Er hat selbst gegen Ende. Gut, vielleicht in realistisch. Und in Simulator. Da kann ich mir vorstellen, dass irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, wo man dann halt wirklich viel, 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 ne, also halt ein paar Kisten braucht zum Nachladen. Aber ansonsten braucht der gar nichts, ne? Der ist richtig geil, das ist eine richtige Spraykanone hoch 3, der macht richtig Bock. Und ich liebe ihn, ne? Ich liebe ihn über alles. Naja. Ja, Leute, das war's. Ja, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo da lassen, das wäre ganz nett von euch. Und ansonsten viel Spaß noch mit dem T77E1, ne? Viel Spaß beim Himmel besprayen, also, ne? Aber wie gesagt, den kann man auch in höheren Bereichen mitnehmen, also, ja, boah. Ja, gut, er hat halt ein kleines Kaliber, 12,7, ne? Aber das reicht für jeden Flieger und Helikopter aus. Ihr dürft halt nur nicht auf die Panzer damit schießen, ne? Das ist dann natürlich... Außer ihr seht einen leichten Panzer, dann könnt ihr da noch mal ein bisschen rein mit dem Hämmer, ne? Ja, die Masse macht's an Kugeln, ne? Aber... Oder halt andere Flaks, ne? Da könnt ihr auch... Obwohl ich sagen muss, bei der ZSU 37, da müsst ihr ein bisschen, ne? Müsst ihr ein bisschen länger drauf springen. Ne? Aber ansonsten geht es, ne? Geht es auf jeden Fall. Ja, super tolles Modell. Ich liebe ihn über alles. Ich werde ihn jetzt das öfter mitnehmen und ich habe meinen Spaß mit ihm. Er ist echt nice. Ne? Richtig nices Monster. Also Beast. Wir nennen ihn jetzt Beast. Für mich ist er Beast. Ne? The Beast. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt, aber für mich ist er The Beast. Ne? Naja gut, warten wir es mal ab. Es gibt ja noch viele andere tolle Sachen hier drin. Und dann ändere ich noch meine Meinung. Ihr kennt das ja. Gut, dann, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Nächstes Video, ich weiß noch nicht was. Entweder ich gehe mit den Panzern weiter. Ich bin sowieso hier am Freischalten, Stück für Stück. Aber ich werde auch auf jeden Fall, die Tage, auf jeden Fall werdet ihr den Skin kennenlernen und noch viele andere, ne? Und... Ja, ich bin am Liebäugeln mit meinem heißgeliebten Liebling. Ich bin am Liebäugeln. Ich will ihn mir holen. Ich habe jetzt 12 Testflüge gemacht. Ich will meinen Liebling haben. Also, ja, ich kann mich irgendwie nicht dagegen wehren, Leute.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann mich nicht wehren. Daher, ja, werde ich dazu auf jeden Fall mal ein Video dann auch machen. Da werden ein paar mehr Videos vielleicht sogar entstehen, weil, oh, da, mein Herz macht hier schon, ja. Ich musste das mit dem Abwurf von der GBU 38 Jedam nochmal umstellen mit meiner Einstellung. Ich weiß nicht, warum das auf der anderen, ich weiß nicht, warum das auf so einer Taste gelandet ist, die ich nie anrühre. Fragt mich nicht, aber, ne, ansonsten alles bestens. Ja, also, freut euch auf weitere Videos, ne. Gut, Leute. Also, bis dann. Ciao.